Dorum, Lirum, Larum, Löffelstiel. Kleine Kinder essen zu viel. Not, das passt gut. Fertig. Perfekt. Was haben wir denn da? Kaffee, Bandagen. Okay, da geht's irgendwo hin. Oh! Ihr habt das Chlorophyll, was wollt ihr, Saturn-Jünger denn noch? Lasst mich in Ruhe oder ich ballere meine Magazine auf euch nieder, ihr verdammte Bande! Okay, da ist wer, der mich nicht mag, fast. Die Julie Langford ist das. Ah, das ist die, die das Ganze da gebaut hat. Ah, also gebaut, angelegt. Ah, da ist der da. Ich überlege, wie will ich den hacken? Kaufmann an. Hey, Moment mal. Ja. Kontaktminen. Sehr schön. Muchas gracias. Gut. Wow. Wow. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alte Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Das ist seine Frau! Ah! Seine Frau. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Ach, je. Ryan will uns jetzt... Es ist aber schon deppert von ihm. Wenn er uns allen jetzt die Luft abdreht, dann dreht er sich selbst ja die Luft ab. Das war unsere Heimat! Komm, machen wir mal ein paar Fotos. Ah, die einen habe ich schon fertig erforscht. Das Meat-Bonus 15%. Du rennst ja wie ein Mädchen! Ich sehe nichts. Irgendwo ist da was. Okay. Ja. Irgendwas hat davor gerade irgendwas geschossen. Okay. Hilfe? Ich geh da mal rein. Was haben wir da? Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ambrosia! Oh, du mein Ambrosia! Kann ich da irgendwo hin? Nö, und warum hab ich jetzt aus Versehen... Ich hasse es, wenn ich... bei den Tasten verdrück. Gut, also Saturnjünger sind die mit dem Vogel. Du spielst mit den Saturnjüngern! Schau, ich mach mal ein schönes Foto von dir. Was haben wir denn da? Bitte voll, bitte voll. Nein! Darauf muss ich, soweit ich weiß. Ah, jetzt haben diese Tondinger das alles abgefackelt, oder was? Hallo?
Herz allerliebste Saturnjünger! Ihr seid eine verrückte Truppe! Sind es die Sternzeichen? Schauen wir! Dies ist heiliger Boden! Sei mal still! Jetzt endlich! Was haben wir da? Neues Tonikum, Natural Camouflage, braucht sie etwas Ruhe in Frieden, dann... Genial! Das wenn ich mich jetzt bewegt, dann bin ich unsichtbar. Wie genial ist das, bitte? Ah, Arcadia, das ist Alkohol. Ich tu speichern, weil wir können uns jetzt unsichtbar machen. Leim, 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 Patronenhülle. Okay. Wir brauchen wieder Luft in dem Ganzen. Und einen Dollar. Okay, Feindkontakt. Ah! Er ist das Gift! Tötet ihn! Das Gift! Was habt's, esst ihr alle da für einen Vogel? Was kriege ich von euch? Sportboost 2! Ja, ja, in Gamepunk lagern dabei. Tötet das Gift! Tötet den Parasiten! Was haben wir denn da? Sicherheitslücke. Was Temperatur? Sicherheitskammer. Ah, in Gamepunk lagern. Endlich glücklich. Ah, da waren wir davor schon. Ja, er könnte schon mehr alles. Was? Was? Die Leute. Ihr habt euch ja alle lieb, aber... Was kann ich denn überhaupt noch? Kanionischen Schrott, normalen Schrott, bitte. So, der La. Okay. Wo zum... Hallo? Hilfe! Jawohl. Jetzt ist aber hoffentlich eine Ruhe. Gut, das ist relativ schnell gegangen, nachdem ich das ja schon mal gemacht habe, alles. Mal ganz kurz schauen. Ah, hier bin ich immer noch 20. Cool, also das ist relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Wo ich ziemlich glücklich bin drüber. Okay, na. Was ist eigentlich da drin? Hey, cool, was ist denn das? Bandage? Ich gehe da nachher her. Ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht. Sagen hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Brian wird das nicht machen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. So, O2-Geschäft? Du dummes Ding, da hast du mir gerade meinen... Ah. Meinen Loot verschossen, quasi. Was, jetzt bring ihr mal der Leben. Das Zeug. Liebe Frau von Ryan. Hast du die Rosa Gallica? Ja. Also, auf was wartest du? Auf eine Einladung mit Schönschrift? Schick sie mit der Robos drüber. Einladung mit der Schönschrift wäre cool.
lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Echt? Cool. Was haben wir da? Hacking-Experte. Du hast deine Lampen abgeschaltet, um dabei Hilfe Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid ist der Hex-Material für jeden Was? Hä? Was macht das? Ein Alarm hat dann eine Überlastung weniger beim Hacken. Achso. Ja, ich hab noch nicht so. Da ist nichts. Was haben wir da? Untersuchen wir den Tisch. Was haben wir da? Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese Ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophylllösung. Sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit die Geschütze werden dir nicht erlichten. Die kleinen Steine schütze ich. Diese kranken Idioten. Okay, sie hat jetzt irgendwo Sicherheitssachen gehackt. Was ich sehr schön finde. Das hackt da für ihn. Okay. Noch mehr Geschütze, aber die sind nur temporär gehackt. Das heißt, ihr habt die Befürchtung. Okay. Ja, ihr habt einfach die Befürchtung. Moment einmal. Ja, ich habe wirklich die Befürchtung, dass sobald der das Ding weg ist, dass ich dann. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es wird schlimm und ich fürchte mich davor. Ach, ich fürchte mich schon wirklich davor. Hey! Die Frau von Andrew Ryan. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Was? What the fuck? Jedes Mal, wenn ihr ein Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schiebt Ryan es ein Stück weiter von uns weg. Aber wirklich? Liebe Judy. Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley. Damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Yatzen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich es geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben. Moment mal. Was war der Code? 9457. 9 4 5 7 Also der Ryan hat gerade seine Frau umgebracht? Ich meine, er hat sie nicht gerade gemacht, nehme ich mal an. Was hat man davon, dass man ein Genie ist, wenn die einzigen, die das zu schätzen wissen, ein Haufen genetisch frisierter Idioten sind? Ich hab den Vektor geknackt. Oder zumindest bin ich mir